gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin. Nein. Ich mach's. Okay, Battlefield-Musik im Hintergrund. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Übrigens leiden die SMLI-Gewehre auch mit zunehmendem Alter, und zwar das, was ich geschossen habe, das war schon ein wenig älter, an sogenannten Slamfires, und zwar schlägt der Schlagbolzen dann die Patrone nicht ganz an. Dann kann es sein, dass die Waffe Klick macht und dann so irgendwie so eine halbe Sekunde später bricht dann erst der Schuss, und das ist, als es mir das erste Mal passiert ist, dann habe ich so gedacht, das muss irgendwie eine Fehlfunktion sein, und habe dann die Waffe dann so instinktiv schon so ein vorne von der Schulter weg, hab die gedreht, um zu gucken, ob am Patronenlager alles in Ordnung ist. Ich bin das gewohnt von halbautomatischen Waffen. Und dann ging die Waffe los, dann ist die mir aus so einem halben Zentimeter Entfernung und gedreht richtig ins, Jochbein ist irgendwo am Kopf, ins Schlüsselbein ist die mir richtig reingedonnert. Das hat mega weh getan. Das ist auch noch im Liegen passiert. Also, wenn die älter werden, dann haben diese Zündverzögerungen, nennt man das im Deutschen. So, kann das mal fertig laden? Dam, dam. Mann, mach hinne! Für Battlefield einspielen! Hallo. Was gäbe es noch irgendwas Interessanteres dazu zu erzählen? Ja, dieses komische Rotpunktvisier finde ich ein bisschen merkwürdig. Muss ich mal nachgucken, ob es das wirklich gab. Wahrscheinlich ist das auch wieder sowas Experimentelles, um halt den Spielern hier so das zu geben, was sie schon kennen, dass man sagt, ja, die Spieler sind so Rotpunktvisiere gewöhnt und wir wollen den Spielern jetzt auch nicht alles wegnehmen, was sie kennen. Komm, wir nehmen das rein und so weiter. Aber aktuell zeichnet sich ja bei allen modernen Shootern jetzt bei auch bei Call of Duty World War I zeichnet sich ja jetzt eine totale Zurückkehr, also eine totale Abkehr vom Modernen wieder zurück zum Alten. Okay, wir sind hier auf einer Stellung und hier sind Osmanen. Ich muss irgendwie an diesen Osmanen vorbei. Okay, dazu muss ich erstmal. Ich frage mich immer noch. Okay, ich stehe aber irgendwie unter Feuer. Darf ich eins dieser Vickers-Dinger hier haben? Ruckler. Okay, ist das ganz abgestürzt? Hallo? Spiel? Oh, hier, jetzt geht's wieder. Unter hat's einen zerlegt und ich bin schon fast weg. Ja, wenn einem sowas im Singleplayer passiert, halb so ärgerlich, im Multiplayer ist es dann doch schon teilweise unspielbar geworden. Er hinterlässt mir ein SMLI Mark II Scharfschütze. Wieso hab ich keins? Ach so, ich habe die Waffen von vorhin nicht nachgeladen. Ja. Oh, Maskezeit. Sehr cool. Das gute alte Warner und Swayze. Übrigens hat das damals auch nicht so mega geil funktioniert, denn dieses Warner und Swayze hatte ein großes Problem. Und zwar kann man die meisten heutigen Visiere kann man ja intern verstellen. Und zwar muss man jede einzelne Waffe, ich weiß nicht, wer das weiß, man muss jede einzelne Waffe auf jedes einzelne Zielfernrohr neu einstellen. Weil jede Waffe immer so ein bisschen anders ist. Okay, mir wird hier angeboten zu schleichen. Und das Warner und Swayze verstellt sich nicht dadurch, dass es intern verstellt wird, sondern dadurch, dass es physisch verstellt wird. Das bedeutet, die Schrauben und so weiter, die hier dran sind, die verstellen das Visier nicht innerlich, sondern es wird nicht innerlich das Fadenkreuz bewegt, sondern es wird äußerlich einfach das ganze Ding bewegt. Und wenn man zum Beispiel die Entfernung und so weiter einstellt, dann bewegt sich einfach das ganze Visier in der Gegend rum. Und die Schrauben sind auch nicht ganz so mega fest. Das bedeutet. Ich muss zu diesem Bug. Hä? Wieso benutze ich das denn gar nicht? Ist das ein Bug oder so? Hallo? Ich glaube nicht, dass das Absicht ist, aber es sieht total witzig aus. Ist mir egal. So. Und das ist nicht. Das verliert seine Nullung relativ schnell. Das bedeutet, wenn es einmal eingestellt ist auf ein Gewehr. Dann verstellt sich diese. Dass der auf die Entfernung die Nerven hat, noch auf mich mit dem Geschütz zu schießen. Ey, unglaublich. Aber ich möchte wahrscheinlich sowieso lieber das hier haben.
Und mal da dran. Ja. Ach genau, jemand hatte in den Kommentaren geschrieben, das ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen her, dass ja das MG0815, das Vickers und das Maxim-MG eigentlich unterm Strich alles dasselbe ist. Das ist nicht wirklich so der Fall. Die funktionieren alle relativ ähnlich. Allerdings funktioniert zum Beispiel das MG0815 mit dem Kniegelenk in die andere Richtung. Soweit ich das weiß, kann sein, dass ich das jetzt verwechsel. Das Maxim öffnet das innere Kniegelenk nach oben und das 0815 öffnet dieses innere Kniegelenk nach unten. Und das... ich muss ja einfach nur hier hin. Und das Vickers geht her und benutzt zwar die klassische Öffnung nach oben, allerdings hat es einen zusätzlichen Rückstoßverstärker. Und zwar der kurz zurückleitende Lauf. Ja, verdammt, wo bin ich denn hier? Es kommen auf einmal ganz viele von hinten. Ist wahrscheinlich irgendwie falsch getriggert oder so. So, die Alternative. Ach so, ja, genau. Hä? Ach so, das war ein Balken. Ich dachte gerade, der sticht mich hier von hinten ab oder so. Und zwar gibt es ja bei so MGs mit diesen großen Gewehrpatronen ein relativ starkes Mündungsfeuer. Und das Vickers, das zeige ich am besten, wenn ich gleich mal eins sehe, das benutzt dieses Mündungsfeuer zusätzlich für den Rückstoß. Das ist ein System, das wird dann später im Zweiten Weltkrieg beim MG42 nochmal etwas exzessiver ausgenutzt. Und zwar sind die ganzen Maxim-Dinger ja so, dass sie mit dem kurz zurückgleitenden Lauf arbeiten. Und dieser Lauf gleitet um einiges schneller zurück, wenn man vorne nochmal so diese Düse anbringt. Ja, ist, glaube ich, stark vereinfacht Düse. So, wie kann ich euch... Oh. Was zum Geier. Und mir wird immer noch gezeigt, wie ich eine Hülse werfe. Okay. Okay, doch wieder zurück. Ja, kein Problem. Habt ihr irgendwas für mich? Oh, sieht aus wie ein Feldhandbuch. Was kriege ich eigentlich, wenn ich die alle habe? Oh, eine Waffenkiste. Okay, ich bekomme Matzen. Ja, okay, Matzen ist ja schon mal praktischer als das, aber kann ich nicht... Okay, die Osmanen waren damals historisch gesehen größtenteils mit deutschem Equipment ausgerüstet. Die hatten, soweit ich das weiß, die hatten ein eigenes Mauser, welches dem MG, ach, dem Gewehr 98 sehr, sehr ähnlich war. Aber ich glaube, die hatten eine andere Schäftung aus einem anderen Holz. Und ich glaube, eine etwas andere Länge, aber ich glaube auch das gleiche Kaliber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, Türkenmauser gibt es auf dem Zivilmarkt, also auf dem Zivilwaffenmarkt, relativ viele. Und da wurden gerade ziemlich viele niedergemäht. Maschinenpistolen hatten die Osmanen keine. Die haben irgendwann mal so einen Satz MP18 bekommen. Auch nicht viele. MG-mäßig müssen die auch mit MG0815 ausgestattet sein, aber sonst... Sehr viele mit Gewehren, teilweise auch, aber auch noch mit älteren Modellen, also Jezails. Aber ich glaube, in dem Spiel gibt es keine Jezail. Jezail sei dazu gesagt, das ist die Bezeichnung, also das ist eine Allgemeinbezeichnung für orientalische Vorderlader. Mit den, aus den Dingern werden übrigens auch noch immer mal wieder die, wie heißt, nee, KFOR ist für Kosovo, wie heißt das, wie heißt diese Friedenstruppe für Afghanistan? Euphor, ISAF, genau, ISAF ist es. Die ISAF-Truppen werden von den Taliban und anderen Aufständischen immer mal wieder aus diesen Jezails beschossen. Das sind Vorderlader, die erkennt man daran, dass sie extrem lang sind. Für Schwarzpulverwaffen eine unglaublich kleine Kugel, ich glaube Kaliber 45 und niedriger. Und halt eine sehr merkwürdige Schäftung, also der Schaft geht relativ stark nach unten. Die erkennt man an der Silhouette relativ schnell, wahrscheinlich einfach einmal Jezail bei Google-Suche eingeben und ihr werdet so ein Ding sofort sehen. Ich glaube, in dem Spiel hier nicht vorhanden. Ein Osmane, der mit einer Lee Enfield schießt. Okay. Die Gewehre der Osmanen sind hier übrigens komplett identisch mit denen der Deutschen. Das alles wird alles hier Gewehr 98 genannt. Guter Schuss. Ach, naja, also ich habe ihn da draußen gesehen und ich... Ach, nee, hör auf hängen zu bleiben. Los, Spiel, lauf weiter. Bringt uns überall zurück.
Bishop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komme schon zurecht. Kopf unten halten. Okay, jetzt haben wir hier auch die Charakterentwicklung des Grünschnabels. Wahrscheinlich wird das auch nicht lang genug ausgezeichnet, um sich wirklich mit den Figuren zu identifizieren oder mit denen eine tiefere Beziehung aufzubauen. Denn, ist das... Okay, das ist jetzt die andere Richtung. Was habe ich? Kann ich mir noch irgendwas einsacken? Ah, hier, hier. Okay, hier gibt es... eine Geschallkanone. Wahrscheinlich auch noch mit so ein paar Patronen, ne? Ja, 10 Patronen. Ja, ich bin sowieso kein Schleichspieler. So, ja, was ist da? Ach so, okay, ich werde jetzt hier so einen Weg lang geführt. Stacheldraht, gehen wir drum rum. Okay, da wähnt der Union Jack die britische Flagge. Und da ist ein Pferd. Wo sind die denn alle? Und ein zwei Waffenkisten mit einer MP18 und einem Scharfschützengewehr. Ach, einem Mauser-Scharfschützengewehr. Okay, dann nehmen wir mal das. 30 Schuss sind schon okay. Dann nehmen wir das. Übrigens wäre mir nicht bekannt, dass die Osmanen Scharfschützen in großer Zahl eingesetzt hätten. Wenn man jetzt mal von den arabischen Hilfstruppen, welche mit Jezails ausgerüstet waren, absieht. Für alle, die es noch von keinem Mildegänger wissen, die Stellung der Entente ist verloren, Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Foster! Jo, dann beeilen wir uns mal. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum der Gaul hier steht. Auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug oh, zu sichern. Jetzt wird in Third Person geändert und... Hä, was habe ich für eine Waffe? Egal. Ach, ich muss zu dem... Haus? Zoom? Artillerie! Jetzt schon! Verdammt! Wir haben es auch ziemlich einig. C, Kamerasicht rechts und links schalten. Okay, was immer das bringt. Okay, ich habe irgendeinen Repetierer. Was ist das? Ist das eine Schrotflinte? Ich sehe das von hier aus gar nicht. Ach so, das muss... Ah, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt kann ich hier auf diese Seite zielen oder ich kann auf diese Seite zielen. Aber hier sind ja gar keine. Hier sind ja nur so ein paar... Steckt runter. Okay, runter vom Gaul. Habe ich gerade die Mauser benutzt? Fehlender Kugel? Nö, okay. Okay, die kommen von da. Das kenne ich auch noch. Man muss immer auf den da oben aufpassen. Mal wieder hier mit dem Boxhorn, die hier. Okay, mal irgendwo hinschießen, dann dahin schießen. Irgendwo hinschießen, dann dahin schießen. Gar nicht. Habe ich eigentlich noch ein paar Granaten oder so? Ja, so Stielhandgranaten. War das gerade ein Stockscream? Stockscream sind übrigens ist der Name für so, so Schreie und so weiter, die aus einer Datenbank stammen, die es dann auch in anderen Spielen gibt. Wenn man gerade keine eigenen aufnehmen kann. Oh, von da kommen wir jetzt. Oh, ich glaube... Oh, eine Panzerrüstung. Ich glaube, das ist die gleiche, die wir auch hatten. Ich glaube, lassen wir einfach die Granate das machen, oder? Oh, wir haben da noch drei. Ach, da sind noch zwei drin. Premium. Und ich springe die ganze Zeit versehentlich hier. Ich glaube, ich habe Aufstehen. Ich habe Aufstehen und Springen. Ist für mich irgendwie gleich. Und dann... Wenn ich vor so einem Hindernis stehe, dann weiß das Spiel gerade nicht, ob es, ob ich gerade aufstehen oder über das Hindernis springen will. Oh, 4? Ja, das ist natürlich doof. Okay, ich habe keine Granate mehr, nur noch einen Schuss da drin und... Ah, hier ist eine Kiste. Will ich das im Liegen hin? Ich muss aufstehen. Oh, Shotgun. 10A. Ich glaube, das ist eine Windchest oder sowas. Okay, der Typ ist ja immer noch da. Muss ich die Position weiter halten oder darf ich langsam mal abhauen?
Mein Befehl werde ich mir in der nächsten Folge angucken.